Schönen guten Morgen, lieber Chat. Guten Morgen, Gabby Gabman. Guten Morgen, Sam Vinci. Guten Morgen, Carlotta Nordström. Guten Morgen, Juli Dala. Guten Morgen, Rose. Wo ist denn Rose? Entschuldigung, Entschuldigung. Ja? Was soll das werden hier? Gut, dass wir den Gag nicht gemacht haben. Das ist natürlich gut. Jetzt muss ich euch natürlich noch begrüßen. Und zwar ungefähr so. Herzlich willkommen zu den News über Filme, Serien und sonstigen Schmus. Das ist das Intro. Schönen guten Morgen. Ich hab wieder vor, euch mit News zu versorgen. Star Trek geht jetzt back to the roots. Superhelden sind coole Dudes. Doch nun kommt auch ein Team aus Girls. Flower Power. Wen stört? Viele News gibt's heute nicht, aber schaut ihm ins Gesicht. Daniel Brühl als Dancefloor King wirft die besten Moves in den Ring. Wollt ihr ihn noch tanzen sehen? Ich könnte es ziemlich gut verstehen. Da häng ich noch eine Strophe dran, damit er noch mehr tanzen kann. Und ich sag's nochmal, guten Morgen, lieber Chat. Die Hälfte von euch liegt sich ja noch im Bett. Macht nicht Augen zu, Ohren auf. Hauptsache ist, der Stream ist drauf, wir steigen einfach wieder, lässt sich ein bisschen Smalltalk, muss schon sein. Herzlich willkommen zu den News über Filme, Serien, sonstigen Schmus, das ist das Intro. Schönen guten Morgen, ich hab wieder vor, euch mit News zu versorgen. Yes, das ist das Intro und das war's auch schon mit dem Intro schon wieder. Ist wieder durch für heute, nice. Guten Morgen! Was geht ab? Erstmal, Tag! Andere Frage. Worte oder Wörter? Wann sagt man was? Wann sagt man, oh, heute habe ich aber 50 Wörter gesprochen? Oder heute habe ich aber 50 Worte gesprochen? Geht beides, oder? Heute mit Wackelkamera. Inwiefern Wackelkamera? Wackel, wackel, wackel. Ja, wenn ich an den Tisch stoße, dann wackelt's. Wörter? Nee, Worte. Ich habe viele Worte gesprochen heute. Oder? Warte. Wörter sind verschiedene Wörter. Also so, ich und du sind zwei verschiedene Wörter. Sind auch unterschiedliche Worte, ne? Aber du und du und du sind Worte. Was gibt's Neues? Was ist Aufregendes passiert? Ja, dazu kann ich nur sagen, so viel ist eigentlich gar nicht passiert. Gab's irgendwas Interessantes, was diese Woche passiert ist? Gute Frage. Ich würde noch mal gerne eine Review vorlesen für den Film, weil ich finde, er kommt so echt kurz, aber das ist halt auch, weil er so schwierig ist, The Long Walk. Da habe ich hier Mane Movie Magic, hat eine schöne Kritik geschrieben. Er schrieb, mein vierter Film des Schiffers Festival 2021, wow, das sind also diese seltenen Filmperlen, von denen immer alle sprechen. Ruhig, atmosphärisch, mysteriös. Ich möchte eigentlich nicht allzu viel über diesen Film sagen, weil jedes Wort zu viel ein Stück vom Filmerlebnis raubt. Aber dennoch soll dir ja eine kurze Review gegeben werden, also nur Folgendes. The Long Walk ist eine Reise über die Grenzen des Bewusstseins und des Verstandes hinaus. Ein Mann wandelt auf den Spuren seines Selbst und wird von einem großen Mysterium umgeben. Doch anstatt Fragen zu stellen, die dann wiederum nur mit weiteren Fragen beantwortet werden, werden dem Zuschauer nach und nach Hinweise in die Hand gelegt, um das Geheimnis selbst entschlüsseln zu können. Der Film hat mich einfach unglaublich fasziniert. Vielen Dank, dass ich ihn im Rahmen des Shivers Festivals sehen durfte. 5 von 5, so muss Festival. Ja, ich weiß nicht, ob ich... Oh, da hebt einer ab. Oh. Warte mal kurz. Da müssen wir drüber nachdenken. Diep, diep. Die es war ein Joke gerade, hast du mitgekriegt, Bibi? Naja, aber um von mir, der sehr schnell einknickt und dann die Sachen nicht zu Ende bringen würde, zu jemand anderem, der die Sachen nicht so zu Ende bringt, ihm hier nämlich. Das ist eine Überleitung. Wollte auch lange brauchen für seine Sachen.
In meinem Kopf hat es mehr Sinn gemacht, als ich es dann ausgesprochen habe. Eins muss ich noch feststellen. Wir lesen ja gerade ein Buch. Ne? Viele von euch sind ja auch in diesem Buchclub. Und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei meinen Schwiegereltern bin und ich habe ein Buch dabei, was nicht vollständig aus Bildern besteht. Bildern und Sprechblasen, also ein richtiges Buch. Ich habe ein richtiges Buch dabei. So, und ich weiß, der Sinn von Büchern ist, dass man Leuten zeigt, ich lese auch. Hier, ich habe auch eins. Kleines, klingt noch viel Zitat. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und Marnes Unwissen über Zitate. Nice one, I accept it. Und das Ganze war jetzt quasi hier und hatte immer schön mein Buch mit dabei. Wir lesen ja schöne neue Welt, der eine oder andere weiß es. Und habe das immer schön so hingelegt, dass jeder das sehen kann. Dass jeder so guckt, oh Mensch, ach du liest oh, schöne neue Welt. Nicht schlecht, ne? Man ist ja hier irgendwie eine Maus, sind intelligente, gebildete Menschen und so, die lesen Kram, die lesen nicht nur Bilderbücher, so wie ich, sondern die lesen richtige Bücher. Und ich mir gedacht, ja, jetzt bin ich einer von euch. Jetzt können wir uns unterhalten. Ich bin auf Seite 15. Wir können loslegen, Leute. Weil hat es liegen nichts. Gar nichts. Niemand hat auch nur irgendwie Notiz von diesem Buch genommen. Also es ist auch nicht mal so, dass es unauffällig ist, sondern es ist, ne, also es ist ein schönes Buch, sieht auch gut aus. Und ich hatte es immer schön in der Mitte auf den Tisch gelegt. So, alle legen ihre Handys drumherum. Und dann greift man so zum Tisch, sieht so, ist das, na, ich nehme mein Handy. Und alle tippen auf ihrem Handy rum. Keiner sagt irgendwas zu meinem Buch. Das mache ich nicht nochmal. Also ich glaube, das war, also Bücher und ich, tut mir leid, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, das Thema ist jetzt durch. Wofür liest man, wenn nicht, um anderen Leuten zu zeigen, hier, ich bin schlau. Ich glaube, das kennen schon viele oder haben zumindest davon gehört und wissen, worum es geht. Außer mir natürlich. Ich weiß es nicht. Ne? Also jetzt schon. Was auf den ersten 15 Seiten passiert, kann ich... Na... Nee. Wesentlich kürzer auf jeden Fall ist die... Nee, habe ich keine Überleitung parat für kurz. Nee. Ach, kann man hier nicht mal mehr philosophieren über Wörter? Mann. Am Wörtersee, das ist gut. Das gefällt mir gut. Was habt ihr noch mit Wörter und Wörter am Start? Hä? Na, aber es geht doch beides, oder nicht? Wörter bestehen aus Buchstaben, Worte aus Gedanken. Come on, nee. Sind Wörter das Gesprochene und Worte das Geschriebene? Nee, andersrum. Du kannst dir Wörter kaufen, aber keine klugen Sätze. Man kann sich Buchstaben kaufen von dem Typen von der Sesamstraße. Hey, komm mal her, Ach, das Wort hat sich aufgehangen. Bin ich noch da? Ist das OBS noch da? Das Wort hat sich aufgehangen. Da muss ich noch ein bisschen Zeit überbrücken, bis das Wort wieder da ist. Bis das Wort sich nicht mehr aufgehangen hat, sondern wieder am Start ist. So lange müssen wir warten. So lange warten wir einfach, bis es weitergeht. Hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät. Was geht? Liebes Wort. Komm mal an, Startmann! Nee, will nicht. Oh, jetzt. Ein Wort ist die kleinste sprachliche Einheit eines Satzes. Wenn man die Buchstaben rausnimmt. Sie können etwa gezählt werden. Ich glaube, das ist es, ja. Gezählt werden. Beispiele dafür sind, das Lexikon hat 100.000 Wörter. Man kann sich 10 Wörter merken. Der Satz besteht aus 7 Wörtern. Ja. Ich glaube, so haben wir es. Wenn man sich auf eine bestimmte Anzahl bezieht, der Satz besteht aus 7 Wörtern, hat aber viele Worte. Also ich habe heute viele Worte gesprochen. So kann man, glaube ich, hingehen. Ist wie im Englischen mit much und many irgendwie. Many ist, wenn man es zählen kann, und much ist, wenn es ganz dreckig ist, alles. Hier reibe ich dir schön unter die Nase, mein Tor, hier schnüffel mal. So, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine fantastische Woche. Lest ein bisschen was, guckt Serien und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, nämlich, das war's. Ich habe mich auch beendet.